Ah, da wollen sie nicht rein. Achtung. Nein, nicht rein, okay. Ja, alles gut. Da musst du ja schon eine Warnung hinschreiben. Achtung, das stimmt, nicht eintreten. Eine gute Idee, ja. Das ist wunderschön. Ja, und alle anderen dürfen, aber das macht doch auch keinen Sinn. Das ist ja bestimmt. Aber warum von der ST? Warum muss ich von der ST verboten? Ich distanziere mich von jeglicher Aussage, die da steht. Was soll das denn jetzt? Oh, er hat's doch gesehen. Ich distanziere mich von der Aussage vollkommen. Aber nur von der ST. Ja, das ist irgendwie unglücklich formuliert. Aber vor allen Dingen ist es auch grammatikalisch Blödsinn, ne? Ich kann eigentlich eine gute Grammatik, ja. Ich kann mir auch klar, betreten von der ST verboten. Also wir dürfen nicht die ST betreten, steht da, ne? Ist schon klar. Ja, das stimmt, ja. Und das ist ja richtig, wir sollen sie ja nicht treten. Das ist ja jetzt etwas, das ist ja korrekt. Ja, ja, in dem Sinne Schutz da, ja. Dann machen sie doch ein eigenes Ding nochmal. Sie mit Schild, ich mit Schockstab. Ist das eine Herausforderung? Eine Herausforderung, ich glaube nicht, dass sie das schaffen. Ja, aber wie soll ich, mit dem Schild kann ich sie auch schlecht bekämpfen, oder kann ich ihm das Schild auf den Kopf hauen? Ja, ich weiß, wir können es ja probieren. Oder ich muss einfach nur eine bestimmte Zeit durchhalten. Also von mir aus können wir Schild gegen Schockstab machen und ich muss einfach nur eine Minute durchhalten. Können wir machen. Ich meine, das ist ja eine kurze Sache, dafür müssen wir jetzt auch nichts anmelden oder was, ne? Das ist doch jetzt hier nur eine... Nein, Schild raus. Ja, pass auf, Chase, du machst mal die Zeit. Und eine Minute nur, ne? Genau eine Minute. Das werde ich ja wohl schaffen. Ja, ja. Ich habe noch nie gegen den Schockstab gekämpft, muss ich dazu sagen. Der ist schwächer geworden. 1, 2, 3. Ja. Oh, und hopp. Und zack. Da kommt's da. Ja, komm doch. Das ist alles, was du drauf hast. Da, mein Freund. Und tanzen. Scheiße. Also 35 Sekunden hat er. 35 Sekunden, ne? Ist aber gut. Das war wenig. Wurde von der Esse zusammengeschlagen. Das gibt eine Anzeige. Ja, das war knapp. Gut gekämpft. Nein, das war nicht knapp. Ne? Wie viel Zeit hatte ich noch auf der Uhr? Du hast 35 Sekunden durchgehalten. Ja, gerade die Hälfte. Nächste Runde machst du gegen Chase. Los geht's. Auf geht's, Chase, komm. 3, 2, 1, go! Ja, versuchen wir deutlich besser auszuweichen. Ja, durch das Schild durch. Der hat ihre Füße. Na, der haut auf die Füße. Vielleicht? Okay, vielleicht muss man da in eine Hocke gehen oder so. Vielleicht klappt das. Vielleicht kann man das tatsächlich die ganze Zeit parieren. Aber dann erstmal von lang. Dann könnte er außen rum. Oh, das, ja, guck mal, das waren nur 33 Sekunden, ne? Na, da warst du besser da. Ja. Sonst, Execute, gib mir doch mal den Stab und dann schauen wir mal, wie das hier läuft. Darf ich nicht. Ist ja im Rahmen eines Trainings. Komm, Trainings. In die SC wird Specialist. Die Verräter. Gut. Kleines Problem, der Meister des Jedis ist tot. Dummer Verräter! Ich habe als einziger die Order 66 nicht verweigert. Sie wissen, was Befehlsverweigerung bedeutet. Mein Name ist Da. Und das war meine Geschichte. Dann lass mich aber noch eine Runde versuchen. Ich habe jetzt eine bessere Taktik. Ja, das ist doch nicht so eine gute Taktik. Doch, ich treffe sie nicht. Ja, ja, geht so. Ja, Flash ist First Class. Aber sie werden tatsächlich noch sehr viel Abstar. Jetzt wird's. Wird's ein bisschen knapp? Nee, gar nicht knapp. Alles eindeutig. Ja, alles eindeutig. Ganz eindeutig geworden habe ich das. Ach du Scheiße. 34 Sekunden. Eine Sekunde. Ja. Aber das ist sogar schlechter, ne? Eine Sekunde, ja. Aber du hast viel mehr geblockt als vorhin. Ja, weil du gesagt hast, dass du auf die Füße schlägst. Ja, wenn man natürlich die ganze Zeit wegrennt, dann ist natürlich ganz gut. Ich habe immer versucht, jetzt irgendwie auch zu blocken. Aber jetzt mit 3 Stück das ist echt gut. Das war nämlich jetzt 38. Das war das Beste bisher. Weil er gelaufen ist. Ja, natürlich. Traut sich dazu, klar. Das war schon ordentlich. Oh. Wir werden Kollateralschäden. Repariert die Rüstung. Sehr gut. Frisch bereit! Wohler bei der Rüstung. Oh, der ist schneller. Xion ist schneller als Execute. Da hinten ist eine Ecke. Du machst das, Xion! Der Lance Corporal hat gesagt, sie sind echt cool. Ich glaube, der stirbt. Tut mir für sie echt leid. 58, ja. Das gibt's doch nicht. 58, er hat's fast gehabt. Ich hab doch gewonnen. Ja, ich hab doch gewonnen. Okay, wie viel? Wir wollten noch 58. Entertainment Crew. Pech. Und dieser Stock geht wirklich durch das Schild durch. Ich glaube, wenn man schnell genug ist, könnte man sich auch einfach hinknien. Eine Minute, er hat's gewonnen. Meins hat's geschafft.
Ja, vorbei, Execute, verloren. Ich glaube, wir sind der, der es schafft. Scheiße. Schade. Ich möchte die Zeit von Ich bin der stoppen. Krasseste. Ich hatte zwei Digitalwerte. Also TC1, ja, ST0. Ich glaube, es ist ST3, TC1 was? Oder so. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Meines hat doch gewonnen. Ich zähle als 10 Punkte. Nee, hat aber tatsächlich Spaß gemacht, war meine Erfahrung. Wenn Sie wollen, können wir noch den Punkt von Star angehen mit sie und ihr Schild raus und ich stun sie. Ja, deine Waffe ist halt nicht mehr so, oder wie schnell kannst du schießen die? Achso, ja, dann macht das vielleicht doch tatsächlich Sinn. Also wir hätten alle Schilder und das blockt das auch? Pass auf. Das ist gut. Ja, okay, pass auf. Dann machen wir wieder eine Minute und du musst uns alle stunnen. Aber wer gestunnt ist, muss dann auch fair sein und sich auf den Boden setzen und das verstehen. Also er muss uns jetzt nicht alle festnehmen. Ja, mach ich nur einen Fünfer stunnen, wenn so... Oha, okay. Oh, cool. Ja, aber das muss ich jetzt auch erstmal treffen, ne? Okay, alle Funkeinheiten 9, sekundär. Das wird ein Spaß. Na dann verteilen sie sich im Raum. In Einheit 9 sagst du dann stationär. Ja, das wird gut. Ja, es ist bereit. 3, 2, es geht 1, los. Los. Ja, ja. Ja, er schießt halt auf die Füße, ne? Ja. Das ging ja mal schnell, ne? Naja, die laufen ja noch. Die machen das. Eine Minute ist vorbei. Nice, gewonnen. Ja. 2-1. Ich hab 3 von 4 geholt. Was haben wir jetzt? 1 Million zu 0 immer noch, ne? 1 Million 1 zu 0. Ne, 103 zu 3. Nee, so würde ich das aussehen. Müssen wir noch einen S-Fehler zur Hilfe holen. Nee, ich glaube nicht. Hast du noch eine coole Waffe, die wir fertig machen können? Bisher haben alle deine Waffen einfach. Ich könnte noch einen Massive holen. Massive, können wir alle drauf reiten? Nee, aber ich kann im Gummigebiss reinmachen und dann kann sie das Massive jagen. Ah, nee, danke. Massive Rodeo. Also, das tut ihn ja nicht weh. Ich persönlich hätte noch ein Schild. Ich kloppen wir alle auf Execute drauf. Nee. Alle mit den Fäusten prügeln ihn so lange, bis er liegt. Tolle Idee, sehr innovatives Training. Nee, alle Männer des Rex-Platoon treten einmal auf meine Position an. Mhm. Guck mal, Jimbo, da macht jemand einen ATT kaputt. Specialist, wo steht der erste Mann einer Kolonne? Wie bitte, Sir? Wo steht der erste Mann einer doppelten Kolonne? Vorne links. Vorne, Sir. So, dann nochmal so umformen, dass der Specialist vorne alleine steht. So, die Heavies dürfen sich einmal ein kleines Step holen. Oh nein. Specialist First Class Chase, treten Sie beim Trainingsplatz an. Ich stehe hier doch. Das ist Private First Class Cash, Sir. Tut mir leid, ich meine Private First Class Cash da hinten. Können wir schon mal verwechseln. Gut, ihr habt hoffentlich alle euer Climbswap dabei. Eine große Wand vor euch. Dabei seid vorgewarnt, es ist nicht leicht. So, es sieht zwar leicht aus, aber es gibt einige Stellen, die sind wirklich nicht ohne. Fallt nicht runter. Wir haben allerdings hier natürlich Mediziner vor Ort, die euch helfen, falls ihr runterfallt. Wir klettern ohne Seile. So, der nächste darf starten. Ich glaube, man braucht den Stein links. Ja, komm. Ja, aber dann ist es auch sicherer. Peter, sag ich. Ein Stück mal rück zusammen hier, was ist denn? Was ist los? Vielleicht soll ich. Hier mal. Aua. Ja, ich sehe das Problem. Wie holen die uns eigentlich, wenn wir da unten liegen? Da auf der anderen Seite ist, da hörst du mich? Ja. Sehr gut. Hä? Ich, was? Achso. Spring auf meinen Kopf und dann hoch, Räuberleiter. Mach Kleinschiff. Das war, glaube ich, jetzt ein bisschen gecheatet. Wenn man irgendwo hängen bleibt, ist halt blöd, ne? Help! Das war's. Das hat er nicht geschafft. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, irgendwie wenigstens so zu tun, als hätte man die Leute gesichert an Seilen oder so. Help! Oh, ey, fliegt da eigentlich schon wieder Seitenlage. Ja, super. Und wo ist denn Whisky? War gerade noch da. Death behandelt mich, ja. Sein Name ja Programm. Kicks im Kickeblock. Ich lebe ja noch. Clans, Corporal. Aua. Ich lebe ja noch. Ach so. Mal schauen, wie lange das noch geht. Sie hatten Glück, es war ein Glatterknochenbruch. Glück. Star, du lebst.
Also wir müssen nicht im OP, das nenne ich nochmal Glück. Gibt's irgendeinen vernünftigen Grund, warum wir ohne Seile klettern? So wie sie wollen. Adrenalin. Gibt's keinen Grund. Na, aber Dev, kann ich's denn mit Krücken nochmal versuchen? Ich glaube, sie können's nochmal versuchen. Sie können es nochmal versuchen. Ja, wieso klettern wir eigentlich ohne Sicherung? Wieso lassen sie jetzt hier so dieser Gefahr aussetzen? Ja, ich glaube, ich bringe mal Sicherung an. Weil ich habe mir jetzt gerade ein Bein gebrochen und es ist ja nur die Frage der Zeit, bis einer mit dem Kopf als erstes hier unten aufkommt. Also das hast du mir ungefähr auf meiner Höhe, dass da halt noch so viel Stein hinkommt. Was ist das da hinten? Das ist der Spielplatz für Mädchen. Wir gehen an die richtige Wand. Ja, aber sie sollen ja hier nur trainieren und nicht ihren Verletzungen erliegen. Wir sind Soldaten, Sir. Brace the pain. Wirklich. Oh, ich liebe Schmerzen. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin ganz oben. Aber vorgedrängelt. Ja, ich wollte gerade sagen, der Drängler hat's geschafft. Jetzt kommen sie nochmal runter und machen's ohne Drängeln. Da kommt wer. Ich werd runtergeschmissen. Ich sterbe. Ah! Oh mein Gott! Du wirst gleich ein Tierzieler kommen. Das ist ein Zaubertrick. Etwas? Was? Hier nehmen sie das Sicherungsseil von Cash. Wenn er fällt, bremsen sie ihn ab. Jawohl. Dann, Private First Class, bevor sie hochgehen, haken sie sich in das Sicherungs... Ja, Crow ist jetzt auf seiner ganz eigenen Mission. Und Edge probiert's gerade nochmal. Das ist ja super. Wieso klettert Edge eigentlich schon wieder? Ja. Edge ist zu motiviert. Edge überspringt jedes Mal alle Leute. Edge, kommen Sie da jetzt runter. Können wir ihn runterschießen? So, durch ihr vermehrtes Vordrängeln laufen sie jetzt hier 10 Runden. Aber Crow hat's gleich, ne? Der ist nicht mal bei der Hälfte. Oh nein. Nee, ja, das sieht mir so, so gut aus. Oh, ich hab ihn. Ah, ich hatte ihn. So fest geht es doch nicht aufgeschlagen. Oh, Crow. Suchen wir einen Medic. Oh, ich hab einen gefunden. Hier sind eigentlich. Ja. Der ist, ich hab noch den Crow. Der ist aber so fest, kann er nicht aufgeschlagen sein. Eigentlich hatte ich ihn. Ah, ich hab gedacht, eins, du hältst mich. Eins. Ich hatte dich, Crow. Ich bin auch oben, Sir. Morgen der Scheißangeber. Boah, ich will da nicht. So, Xion, du hast mich, ne? Besten Dank. Ja. Bug brauchst du jetzt nicht mehr halten. Ich hol Bug runter. Ich hab sie, Sarge. Ich bring sie sauber runter, Vorsicht. Jetzt nicht abrutschen. Sarge Major, sollen wir wieder runterkommen? Ich hab ihn. War ja doch sehr gut. Und da jetzt hin. Doch nicht zu hoch. Moin. Keks, nimmst du mich mit? Nein, ja, das wäre ja unfair. Nein, nein, ich kletter. Ich kletter. Hallo. Mit Jetpack ist natürlich auch geringe Fallhöhe. Nee, mit Climbswap. Ah ja. Nein! Okay, okay, überlebt. Warte, warte, ich bin jetzt hier gerade noch nicht da, wo ich sein sollte. Himmel, Sarge! Das hat wehgetan. Das hat mir auch wehgetan. Ich will doch nicht einfach runterdrücken. Nicht runterschmeißen! Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ah, wunderbar. Oh, sehr gut, sehr gut. Kommst du zurück? Willkommen zurück. Oh, das ist gut, da kann ich ja weitermachen. Das ist auch wieder hier Mogelei. Hallo. Das ist keine Mogelei. Hey. Ich hab's ja bis hierhin geschafft. Ich würde ja deinen Jump-Pack lieber gerne eigentlich nehmen. Hallo, Sir. Ja, ich mach beides. Oh. Was war das für ein Schrei? Ein sehr männlicher, hast du doch gehört, bitte. Kurz, aua, Bubu. Der kommt extra mit dir runter, Sir. Zuerst. Ich habe ja schon vorher schon. Also, Sir, ich bin oben. Chester ist so ein Angeber. Hä, der war doch voll weit oben.
Warum ist er wieder hier unten? Was? Die Schwerkraft? Warum ist er wohl da unten? Mason, die Schwerkraft? Nein, nicht das! Nein, wirklich, ich erkläre dir das gerne nochmal. Also pass auf. Egal wie hoch du bist, die Schwerkraft, die kriegst du. Er ist ja nicht runtergefallen, er ist ja Steine wieder zurückgegangen und ist dann runtergefallen, als er dann wieder eh fast hier unten war. Das ist aber etwas, ist was oben ist. Ich glaube, er ist oben einfach gefallen und hat sich dann auch den anderen Stein noch festhalten können. Komisch. Schwerkraft ist auch faszinierendes Ding. Wieso ist es dort lila? Dinge, die wir nicht hinterfragen. Macht ihr auch immer Sachen. Ich will nicht stören. So, jetzt warten wir noch aufs Rampels. Ich sollte zu meinen Leuten. Achso, wir stehen alle hier. Achso. Ja, alles. Ich war gerade der Einzige nicht mehr weg. Ich bin ein bisschen unwohl. Meine Herren, Sie müssen nicht unbedingt unsere Reihe warten. Wir lieben Sie aber. Na dann, ne? Viel ich dachte, Spaß wir bei der Förderungsrunde. Ich wünsche euch allen was. Nee, stimmt. Es ist mehr lila als blau, ne? Ob die nur im Schneidersitz sind oder richtig sitzen, dass es ihnen obliegt. Ne, Schneider? Es war einmal ein Mädchen, das Mädchen, das hieß Anne. Die blies so gern Trompete auf der Kaffeekanne. Düt, bis das die ganze Nachbarschaft aufhört schrie. Da flog sie Opa Don auf dem Besenstieler von geradeaus übers Haus, da war ein Hund hoch hinaus. Gut, das war Schneider. Ich bin schon ganz rot angelaufen, so peinlich fand ich das. Warum sind Grendel und ich pink? Wie viele Medics, Mann! Ich finde Troller auf der einen Seite immer nervig, ich finde Mods, die trollen, inakzeptabel. So, hier ist jetzt gerade Beförderungsrunde und er ist pink. Und ich auch. Star und Senji. Ah, Senji. Schön.